Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, Entschuldigung. Wir wollen von Bob and Brett, Mensch. Ja. Die Mini-Massage, die R2 Mini-Massage-Gun testen. Ich habe schon ein Unboxing gemacht, was halt mit bei ist. Ihr habt halt ein Anleitungsheft mit bei, wo halt auch Bilder mit bei sind von den verschiedenen Muskelpartien und wie ihr da lang gehen sollt. Also steht in A, B, unten steht in von A nach B, so lange und in der Reihenfolge. Ist wirklich gut erklärt. Und dann haben wir halt die Massage. Das ist diese hier. Ich bin mal gespannt, wie sie sich verhalten wird. Es ist so gleich dieser hier drauf, ja, mit dem Luft hier. Den kann man natürlich abziehen, ist klar. Aber viel kleiner als bei der anderen. So. Und dann haben wir noch. Das. Ich muss da nur rankommen. Ich habe zu dicke Finger. Das macht sich mit dem Zeigefinger natürlich besser. Da haben wir dann einmal noch diesen. Alle gummiert. Schön gummiert. Also nicht, dass sie hart sind oder so. Die gehen butterweich mit über die Haut. Ja, da habe ich schon andere Sachen erlebt, aber. Das geht butterweich mit. Das werden wir auch gleich testen. Und dann halt so einen, den hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht mit bei. Sieht ein bisschen aus wie ein. Ja, sag ich lieber nicht. Wie ein volles Teil, was die Frauen im Monat einmal nutzen, nachdem. Also. Dass das die Frauen einmal im Monat benutzen. Über eine Woche lang hin und wenn es leer ist, kommt es ja. Und wenn es voll. Ihr wisst, was ich meine. Auch hier die Spitzen gummiert. Also brauchen wir gar nicht so fest reinmachen. Wir wollen ja alle testen. Und die Kugel. So, dann kann ich das alles doch nochmal hier so rausmachen. So. Macht sich mit dem Daumen doof. So. Und ich suche mir mal den Oberarmmuskel raus. Ach, nehmen wir gleich hier Bizeps. Aufsatz, Ballaufsatz. Großer Ball. Standardball. Das ist gut. Standardball ist der drauf. Aber hier steht nur Ballaufsatz. Ob der große Ball oder der Standardball steht jetzt nicht da. Auf jeder Seite eine Minute lang von A nach B schwingen. Dauert 2 Minuten. Ja, eine Minute und eine Minute sind 2 Minuten. Logisch. Ballaufsatz, haben wir dann auch noch Ort ohne Ballaufsatz? Ne, ist überall mit, ne, hier Kugelaufsatz. Gut, dann ist das Ball und der Runde ist eine Kugel denn, oder was? Dann nehme ich den jetzt, den ich drinne habe. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Da sind jetzt Ballaufsatz, Luftkissen. Ach so, ich habe jetzt Luftkissen. Und wir sollen den Ballaufsatz nehmen. Ich fange erstmal mit dem Luftkissen an und dann machen wir die alle mal durch, obwohl man die halt nicht nehmen sollte. Wir können halt anmachen, wenn wir gedrückt halten. Und hier seht ihr das Licht. Wenn wir dann halt nochmal drücken, können wir die Intensität erhöhen und auch wieder runtergehen. Und gedrückt halten ist aus. So, hier ist der USB-C. Das sind Luftdinger wahrscheinlich. Ja, das ganze Ding ist mit diesem Gummi ummantelt. Also das ist halt nicht, dass das irgendwie nur halb oder so ist. Komplett.
Also mit dem Luftkissen fühlt sich das ganz gut an, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, sollen wir jetzt, müssen wir den immer absetzen? Aber ich finde es eigentlich so eine kreisende Bewegung ganz angenehm. So, dann haben wir den. Dann nehmen wir den eigentlichen Kugelaufsatz. Das ist der flache. Ja, der macht schon was anderes her. Also der ist härter, logischerweise, weil das Luftding, da keine Luft drin ist. Da macht es mehr Sinn, dass das von unten nach oben. Also ich kann auch hier so kreisende Bewegung. Aber es fühlt sich halt nicht so schön an wie mit dem Luftkissen-Ding. Weil das ist halt dann ein bisschen härter, wenn ich dann halt auch nach unten gehe, anstatt nach oben. Okay. Macht das nicht nach. Nehme ich hier den Schlegel oder so. Also der ist sehr durchdringend. Der ist wirklich sehr direkt. Ja, wenn man hier über die Muskelpartien geht, dann merkt man die. Hoppala. Das ist der andere besser drüber geglitten. Da merkt man, dass der nicht dafür ausgelegt ist, dass der für was anderes ist. Also ich nehme jetzt mal Unterarm, weil da kannst du halt Gegenstrich links, rechts drehen. Ja? Da ist noch Fettgewebe. Da liegt nicht der Muskel so weit oben. Aber so an sich, die Gefühle ist angenehm. Aber man merkt halt, dass er halt, also oben habe ich gemerkt, dass er dafür nicht ausgelegt ist. Also da war jetzt, oben fand ich jetzt, wenn ich halt kreisende Bewegung oder hoch und runter mache, also eigentlich sollte ich ja nur von oben nach unten machen. Also wenn ich alles machen will, dann der mit Luft. Das ist einfach nur so ein bisschen durchpeitschen, wenn er mal so ein bisschen, ach. Aber so wie da dran stand, mit dem Ball, macht sich ganz gut, ja. So, jetzt nehmen wir mal den richtigen, also so Kugel oder was das ist. Oh, die war nicht richtig drin. Ja, es geht, aber man merkt halt, dass es ist anders als mit dem flachen Ding. Mit dem Ballaufsatz, wo ich langgegangen bin. Wenn ich jetzt Bait mache, das geht schon. Aber da finde ich, also wenn ich jetzt hier alles so kreisen und so, einfach mal so ein bisschen durchpeitschen will, da finde ich halt den mit Luftdruck, mit dem gepolsterten ein bisschen angenehmer. Oder sehr viel angenehmer. Jetzt haben wir hier die Gabel, die eigentlich auch nicht dafür ausgelegt ist. Aber wir müssen es ja mal testen. Macht das bloß nicht nach. Oh, die finde ich so ja ganz angenehm. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber oh, hier an der Seite. Oh. Also hier ist sie gut. Oh. Jetzt nur nach oben. Das geht schon, aber man merkt, dass die ist halt auch nicht dafür ausgelegt, aber oh, hier hinten und hier oben drauf. Oh, das finde ich sehr entspannt. Das finde ich sehr gut, ey. Machen wir mal hier unten noch. Kreisende Bewegung, hoch, runter. Ja, also ist gut. Ja, aber jetzt nochmal mein Liebling ruf mit dem Luft. Und eine volle Pulle. Oh ja.
Oh, das ist schön. Schön angenehm. Das gefällt mir. So, den will ich jetzt gleich mal zu Frauchen hochbringen. Und dann gucken wir mal gleich nach. So, Brustkorb, Bauch. Das ist halt zum Unterstützen der Bauchmuskeln. Sind nur durchtrainierte Typen drauf. Nicht so fette wie ich. Oben, Innenseite, unten, Fuß, Po, Fuß, ja, Fuß ist für Frau ganz wichtig, aber nicht mal Hacken oder was hier vorne, also was hier abgebildet ist, von oben, unten, vom Hacken nach vorne gehen, bei Frauchen ist vorne alle Zehen und da wo die Zehen anfangen, da ist sie grundsätzlich verspannt und hat Schmerzen nach etlichen Stunden auf Fuß. Auf der Füße und halt Rückenbereich, Schulterblätter. So. Und dann hier so untere Schulterblätter, da hat sie da. Da ist er mal sehr verspannt und hat Probleme. Und seit wir hier Bob und Brett haben, wird sie durchgeklöppelt. Also ich sag doch durchklöppeln, ja. Wird sie durchgeklöppelt. Und das hilft wahre Wunder. Also nach einem, oder wo sie in Berlin war, nach einem 12-Stunden-Schicht oder so. Durchgeklöppelt. Erstmal fällt sie tot ins Bett, aber nächsten Tag immer durchgeklöppelt. Und da hat sie sich immer wie neu geboren gefühlt. So. Das soll jetzt für das Hardware-Video auch gewesen sein. Ich werde euch die natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Ich gehe jetzt hoch, Frauchen durchklöppeln. Das hört sich verboten an, aber es ist normal. Und wir sehen uns im nächsten Video, Livestream wieder. Oder angezockt oder was weiß ich. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.